So Leute, im heutigen Video stelle ich euch die beste Tech-V-Klasse in Modern Warfare 2 vor. Die Klasse gibt's am Ende und ich zeige euch, wie OP diese Waffe ist einfach. Okay, wir werden erstmal unlucky gesniped, ist aber okay. Also die Waffe ist auf jeden Fall eher so für kleinere Maps gut. Weil es relativ unpräzise ist auf Long Range. Aber dafür im Close Range umso besser. Schon direkt die erste Drohne. Kollege sniped. Die Waffe hat auf jeden Fall unfassbar viel Schaden. Also wie gesagt, am Ende des Videos gibt es das Tuning und die Aufsätze. So. Schon mal sehr gut aus eigentlich. Okay, Gegner spawnen irgendwie komischerweise vor mir. Verbesserte Drohne läuft. Sehr geiler Spawn Trap hier auf jeden Fall. Sieht's auf jeden Fall, die Waffe ist unfassbar stark hier. Zwanziger? Vielleicht kriegen wir sogar die Nuke hin. 21. Okay, das meine ich eben, die Waffe ist ein bisschen unpräzise auf Range, aber trotzdem sehr OP die Waffe. Brauchen wir für Plünderer. Okay. Gegner spawnt hinter mir natürlich mal wieder komischerweise. Ah, sieht schon bis jetzt sehr gut aus. 25. Sehr easy. Okay, unlucky. Unlucky gestorben hier auf die Nuke. Jetzt gehen wir ein bisschen offensiver rein. Weil mit der Waffe könnt ihr auch offensiv reinrushen. Also ist jetzt nicht die größte Camper-Klasse oder so. Naja, beim Nachladen. Ist okay. Die Waffe ist sehr, sehr präzise. Den nächsten Heli haben wir auch. Vielleicht droppen wir sogar noch eine Nuke. Nächste Drohne am Start. Naja, leider von hinten kassiert. Ja, schade. Ich weiß nicht, was die Gegner machen, aber die sind wirklich nicht gut irgendwie. Haben wir auf jeden Fall eine gute Lobby erwischt. Ja, RPG, man kennt sich anders. Ja, ich push jetzt einfach rein, weil man kann mit der Waffe auch richtig reinrushen. Schon auch sehr mobil ist die Waffe. Ich
sehr nice. Ihr seht es, die Waffe ist unnormal broken. Okay, das war gerade sehr krasser Spawn-Prep. Nice. Spawn wieder hier. Sehr, sehr krass. Wir gehen rein. Haben wir die Nuke? Wir haben die Nuke. Ich sag euch, die Klasse ist auch nochmal OP, also. Ja, wenn ihr mehr solche krassen Waffen sehen wollt, das auf jeden Fall ein Abo da, Leute. Ich würde sagen, wir machen noch ein paar Kills, bevor wir die Lobby beenden. Nächste Drohne. Kollege campt einfach nur rum. Das einzige nervige ist die Nachladezeit, aber ansonsten ist die Waffe unnormal OP. Vielleicht schaffe ich sogar eine Double Nuke. Nee. Ist okay. Wir haben eine Nuke. Ist völlig in Ordnung. Nächster Heli am Start. Was macht der Kollege? Nächste verbesserte Drohne. Nächster Heli. Bruh. Wir sind geflasht, er kann mich immer noch nicht holen. Schade, Klassamine kassiert. Was macht der Typ? Die Waffe ist unnormal OP. Dude. Die braucht teilweise zwei Kugeln mit der Waffe. Krass. Nächste verbesserte Drohne, 144 Kills. Ja, okay, wir aktivieren mal die Nuke. Ja. Easy Nuke. Ja Leute, das war's mit dem Gameplay. Jetzt kommen wir auch direkt zur Klasse. So, ich zeige euch jetzt die Klasse mit den Tunings. Das war's mit dem Game auf jeden Fall. War auf jeden Fall eine sehr saftige Runde. 148 Kills. Ich glaube 6-7 Tode. Vielleicht 7 oder 8. Ich weiß gar nicht. Ist relativ egal. Sehen wir die Tode überhaupt noch? Nö, man sieht nicht mal die Tode, aber ist egal. Wir schauen am Ende des Spiels nochmal und dann zeige ich euch die Klasse. Ah, 11 Tode.
Sehr, sehr juicy Runde auf jeden Fall. Wir kommen auch direkt zur Klasse. So, wir kommen direkt zur Klasse. So, Tech V hier. So, als erstes haben wir den FSS OLEV Laser. Da gibt es kein Tuning, da ein 50-Schuss-Magazin, weil die Standard, das Standardmagazin hat, glaube ich, 20 Schuss. Ihr könnt auch das 30-Schuss-Magazin spielen, aber ich mag eher das 50-Schuss-Magazin. Vor allem ist es auch mit dem Laser trotzdem eine sehr, sehr gute, ja, Movement-Geschwindigkeit. Dann brauche ich auf jeden Fall hier FSS den Gefechtsgriff für mehr Rückschusskontrolle, weil die Waffe hat einen, ja, viel zu hohen Rückstoß. Getunt haben wir es so, könnt natürlich immer das Video pausieren. Ich habe hier auch ein bisschen mehr auf RDS hängen gemacht, weil die Waffe sehr langsam ist. Und dann halt hier Zielstabilität im Stillstand auf plus 0,35. F-Tech Ripper 56 habe ich so getunt. Plus 62 nach oben. Plus 0,27 nach rechts. Dann haben wir Suck and Trade. Plus 0,57 nach oben, minus 0,21 nach links. Genau, weil die Waffe hat sowieso einen Waffenrückstoßkontrolle, ist sehr gut. Deswegen habe ich hier im, ja, im Zielstabilität im Stillstand, weil wir meistens auch, ja, stehen. Das ist die Klasse. Probiert's aus. Schreibt auch gerne in die Kommentare im Nachhinein, wie ihr die Klasse findet. Und macht's gut, Leute. Lasst natürlich ein Like da. Macht's gut, Leute. Ciao.